Ey Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 12. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich mal Fran steuere, denn sie ist ja die einzige, wo Schwarzmagie kann und ich werde sie wahrscheinlich besser einsetzen als sie, wenn sie vom Computer gesteuert wird. Deshalb ja. Und ich bin gerade wieder zurückgelaufen, oder? Ja, bin ich. Oder nein, bin ich nicht. Warte. Jetzt bin ich zurückgelaufen. Echokraut. Ach Gott, hier muss man noch mal ein Tor öffnen. Obwohl nein, obwohl ja, Angriff kannst du machen. Du benutzt doch eh einen Bogen, oder? Ja, dann stehe ich hier mal. Trank, den ich auf jeden Fall brauche, ja. Aber Phönixfedern wären auch nicht mal schlecht. Gibt es hier irgendwo noch mal einen Laden? Das wäre ganz gut. Könnte ich nämlich mal. Warte, wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viele mehr, oder? 8. Boah, das ist echt schlecht, ne? Naja, ich glaube, für den Dungeon wird es noch reichen, aber dann danach wird es schon übel. Aber es gibt auch noch 2 Batterie-Guys. Hi, was soll das denn? Nicht noch ein zweiter? Ah, doch, da hinten ist er jetzt. Oh. Sehr gut. Und jetzt ihn hier. Na gut, ich kann ja. Was ist das da hinten? Okay, es wird mir nicht als Gegner angezeigt. Gegner? Da ist es. Thronenbiest. Kommt. Was dann? Sehr gut. Da unten ist noch mal so, das sind sogar noch 2. Okay. Oh, ist sehr gut. Wir müssen hier auf jeden Fall irgendwo einen Schalter finden. Ist hier überhaupt irgendwo einer? Ich meine, wir müssen das ja irgendwie aufkriegen hier, das Tor, oder nicht?
276 Gil. Hier ist eine Sackgasse, oder wie? Anscheinend. Aber hier kann man auch noch lang. Ach, hier ist nochmal ein Tor. Wo ist hier einer, wo meine Batterie aussaugt? Egal. Ach, hier hinten. Rennt der Barsch der ernsthaft von dem Batteriemimik weg, nur weil ich den anvisiert habe jetzt, oder was? Also nur weil ich den Skelett anvisiert habe, versteht sich. Jetzt ernsthaft? Ach, nicht schon wieder so einer. Au! Weißt du, wie er extra an allen vorbeiläuft, nur um mir eine reinzuschlagen? Ah, da ist nur ein Speicherkristall. Ja, gut, Speier werde ich glaube ich nicht, aber ich werde mal den anfassen, weil dann so heilt sich ja alles. Und vor allem bei Barthea ist es ja richtig gut, weil ich habe nämlich so aktiviert, dass er sich jetzt immer Vita heilt, wenn jemand 50% Leben hat. Weil man kann sehr schnell in dem Spiel sterben, also mit den Charakteren. Ja, und jetzt hätte ich wieder speichern sollen, oder? Ja, fick dich. Nicht im Ernst. Einmal speichere ich jetzt nicht, ne? Dann kommt ein Bosskampf. Mimikkönigin. Probieren einmal Feuer auf ihn. Auf sie, meine ich. Ja, es hat schon was gebracht. Machen wir es nochmal. Nehmen wir hier Schwarzmagie. Den angreifen. Oh oh. Warte mal.
Valthea müsste den eigentlich jetzt heilen. Normalerweise, so habe ich ja eigentlich, aber ich gehe mal das Risiko nicht ein. Ja, guck ja jetzt nicht gemacht. Jetzt muss ich ihn gerade nochmal heilen. Oh Gott. Okay, das war gerade gut, weil sein Dingbalken nämlich voll war schon. Konnte er sich direkt heilen jetzt gerade. Nee, Ding. Also ihr Angriff macht fast gar nichts, mache ich lieber Feuer. Ja, das bringt uns viel mehr. Was kann er denn alles? Nee, klar, das ist gar nicht. Techniken, das Clown. Also ne, er hat das einfach nicht, okay. Ja, er kann nur angreifen. Und war nicht genauso. Aber auf hier kann ich gar nicht anwählen, oder wie? Weil er vielleicht so weit weg ist. Okay. Oh Barsch, oh Barsch. Okay, gut, Barthia hat ihn geheilt. Oh, Blitz. Oh, okay, gut, Barsch wurde wieder geheilt. Valthea, ja, Valthea ist MP, ist auch okay. Mein Gott, da muss man halt durch. Und zur Not kann ich ihn ja auch noch heilen, wenn ich jetzt meine ganze MP nicht verschwende für Feuer. Versteht sich natürlich. Oh! Valthea, bitte? Okay, was hier macht ein Bieter. Man sieht unten rechts. Okay, okay. Warte mal, geh. Zack. Oh oh. Komm, komm, komm. Nein, Barsch ist kampfunfähig. Fuck. Jetzt komm, Barsch, dann beleb ihn wieder. Warte, jetzt mach ich. Ich weiß jetzt nicht, ob Ding Barthier ihn schon heilt, aber ich mach jetzt mal trotzdem Dieter. Nee, macht er nicht. Er macht Angriff. Und jetzt möchte ich aber. Ah, ich kann immer noch nicht auf Barthier. Oh Mann. Komm. Machen die jetzt kalt. Oh oh. Oh fuck! Oh oh. Aber er setzt schon, ich setz schon Vita ein, okay. Puh.
To think Dalmascan air could taste so sweet. Where are we? The Estus Sand, by the look of it. Let's back to Rabanasta before we shrivel up. By your leave, Captain. Yes, the hour of my return is already over late. The people may hate me, but that does not free me of my charge. Also, darunter müssen wir. Ist er jetzt uns beigetreten? Ach so. Und ja, okay, er ist immer noch ein Gast. Warte, hier war doch gerade ein Speicherpunkt, oder? Ja, dann benutze ich den schnell mal. Es gab einen riesen Knall und dann wurde der Zugang zu den Tunneln verschüttet. Unser Boss ist da wahrscheinlich immer noch drin. Es gibt zwar einen weiteren Eingang, aber der Schlüssel dazu hat auch unser Boss. Naja, da willst du gar nicht rein, glaub mir. Ach, Moment, jetzt bin ich wieder hier, Barthia, Moment. So kann man das einfach machen. So kann man nämlich einfach auch hier, zack. Jawohl, Bahn, weiß ich nicht. Ja, komm, lassen wir mal Waren drin. Also, spielen wir mal als Waren. Okay. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen kämpfen, was ich auch tun werde. Auch wenn sein Angriff echt schwach ist. Und das enttäuscht mich halt. Der ist einer auch. Okay, wir haben hier wieder ein paar schwache Gegner. Kommen wir da doch auch gut, LP? Ja, wir bekommen hier doch jeden Kampf eine. Stimmt. Deswegen werde ich hier auf jeden Fall ein bisschen kämpfen. Wahrscheinlich gegen jeden Einzelnen hier. Warte mal, kann man auch hier irgendwo die MP steigern? Warte, irgendwo gab's was, warte, durch Schaden, dass man da irgendwie seine LP auffüllt. Ich weiß aber nicht, wo das war. Die hat sie größere Wirkung, okay. Muss ich halt gerade schauen, wo war das? Physische Attacken gewinnen an Durchschlagskraft. Wieso habe ich das nicht bei Wahn? Wieso habe ich so etwas nicht bei Wahn? Hier, das, ja, das habe ich bei Wahn. Super. Steigern im kritischen. Den Weg will ich gehen. Steigern im kritischen Zustand die Abwehr. Das will ich. Also muss ich das hier machen. Um hier nämlich weiter voranzukommen. Ja. Was ist eigentlich Irrlichter?
okay, mit dem gehe ich gleich mal den Weg, weil Warn ist halt echt ziemlich der einzige, wo wirklich sehr viele Leben hat. Und ja, klar, man soll nicht nur auf Leben setzen, aber das ist halt eigentlich immer das Erste, was ich tue. So fühle ich mich immer sicherer. Oh, wie geil das aussieht. Guck mal da hinten. Ich habe viele Leute gehört, wo sagen, dass an sich Final Fantasy 12 von den Environments echt am schönsten aussieht. Und ich muss dem echt zustimmen. Guckt euch das mal an. Oh, da kommen Gegner. Danke. Das ist gut. Da bedanke ich mich dann wirklich für. Was ist denn das? Wie komme ich hier überhaupt runter? Karte. Ach, hier unten. Aber hier ist noch ein Gegner. Ja, ich kann sie auch ein bisschen überspringen. Ein wenig, aber das will ich haben. Ja, hier, okay. Also denk mal hier. Heißt anders, aber das sieht genau gleich aus. Oh, der hat aber mehr Leben. Der hat viel mehr Leben. Erstmal mache ich den kurz kalt. Der hat ein paar Leben. Ein paar mehr Leben, ja. Oh Gott. Och, ein Barsch ist langsam. Alter! Er war hier, willst du den heilen? Hallo? Oh, er hat keine MP mehr! Nein! Fuck! Ach egal, der ist eh nicht in unserer Gruppe. Also er ist eh als Gast nur. Oh Gott, stirb halt jetzt! Also! Okay, ich werde jetzt nochmal zum Speicherkristall rennen müssen. Weil ich Barsch wieder ins Leben holen muss. Oh nein! Ja, geht gut, komm, den mach mal. Hallo? Ach, der ist ein Foto oder was? Ja, okay. Ey, jetzt kommen sie hier aber wirklich alle. Ey, das ist nicht lustig. Ja, komm. Stirb. Ernsthaft? Das musste jetzt noch sein?
Also gut Leute, wie ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei Final Fantasy 12 und ciao.